Das bin ich, was wollt ihr von mir? Was? Ja, ja. Okay, okay, wir hören auf. Gut. Boah, was war das? Falsches. Ich knallte hier eben gerade. Derbs. Alter. Ja, danke. Schießt immer auf mich. Auf irgendein Dorf gerade. Boah, ich könnte der Ziege gerade so Kopfschuss verpassen. Kill ihn in den Boss. Oh, danke. Mein Bus kill ihn in den Boss. Ich bin gleich tot. Shit. Bin in Kamenka. Kamenka? Ja. Okay, dann laufen wir bitte, dass das Wasser, Rechte Schulter ist? Ja, ja, rechte Schulter ist. Und dann müsstest du genau auf einem Einkaufsladen und so weiter. 800 Meter bin ich von dir entfernt. Hipper, könnte es sein, dass vielleicht im Wagen noch irgendwas kaputt ist, weil ich habe ja noch ein Engine Part im Rucksack und auch einmal Scrapman. Ja, gelb ist es. Na ja, gut, dann können wir den noch mal ein bisschen aufmotzen. 800 Meter, willst du jetzt noch mal 800 Meter zurücklaufen? Ja, ist mir ein netter Hauptsache. Was hast du denn jetzt bitte schon vor? Weil du wolltest doch zu mir, was wolltest du denn sonst noch? Ja, zu dir, dann nehmen wir den einen Wagen, der da, also da stehen da zwei Wagen, einen davon können wir dann nehmen oder wir nehmen beide, mir ist egal. Fahren wir. Was für Wagen? Ja, der eine Macker da gestern, der hat doch da zwei Wagen von dem Celino Parkplatz runtergefahren. Ja, achso, ja, die. Einsteigen und weg. Ja, okay. Nun ist die Frage, wo geht's hin? Küste? Oder, ja, wir haben ja sonst gar nichts anderes außer Küste. Wir müssen uns dann aufpassen, dass da nicht irgendjemand anders ist. Irgendwie snipen und dann schnell looten und wieder weg. Ah, und mich aufsammeln. Ich meine ja damit, ja, dass, so. Also, du meinst ja mit den Schaden, den haben wir, oder? Oder der welche zwei, was meinst du mit Schaden? Der haben wir, den fehlen doch die zwei Reifen. Ja, ja, genau. Ja, dann würde ich vorschlagen, was du wahrscheinlich auch tun würdest, dass wir halt mit dem Wagen irgendein Industriegelände fahren. Da vor dir. Wird zwei Reifen. Vor dir, 5 Meter vor dir ist auch ein bisschen Industrie. Ja. Na, ich warte auf dich. Alter, was knallt das hier? Was ist das denn? Gewitter? Ja, ein Gewitter. Ich habe mir auch schon einmal ein bisschen verjagt. Bei mir ist das zum Glück nicht. Ballert hier, das ist nicht mehr normal. Oh, jo, ey. Gerade ist irgendwo richtig dicker Blitz vor mir gewesen. Also über, wo bin ich? Bin ich nicht, entweder bin ich Celeno oder... Du bist Celeno. Kann bei einem Leuchtturm eigentlich was spawnen? Nein, du bist ja ein Dosen oder was? Oder ich weiß nicht genau. Ich komme auf dich hast zu. Du eine Map? Ja, ich habe eine Map und komme gerade voll auf dich zu. Schau mal über das mittlere obere Airfield. Da steht Yui. Entweder ist das eine Falle oder ist irgendein Genie so schlau gewesen und hat dort... Oh, lauf du Spasti! Toll, mich hat ein Zombie gefunden. Hat da Yui hingeschrieben. Ja. Alter, bei mir laufen gerade 3 Zombies hinterher, weil die so eine gute Sichtweite haben. Läufst du da? Läufst du da? Liegen gelassen. Hallo? Hipper gewartet. Hallo? Läufst du da etwa vor mir? Ja. Ich frage ja, sonst würde ich... Wie viele Leute gibt es denn bitte schon eine Camo-Klammer? Ich frage. Ein? Und mit einem Backpack und einer M16A4 oder was auch immer. Ich frage ja nur. Ja, gestern haben wir den einen noch umgerobt, Alter, das war auch voll gemein. So, 10 Leute nach noch Zeit FR, die anmelden. Kann es sein, dass... Kann sein, dass auf diesem Server ganz viele immer gekickt werden? Sorry. Ich bin mit einer Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. In 10 Minuten ist Restart? Jo. Weißt du, an wem mich dein Charakter erinnert, Tipper? Na? Hudson aus Black Ops. Der Kerl mit der Brille, mit weißen Hemd, der noch am Ende irgendwie auf meine Schuhe geholt hat. Ah, eine Bandage. Ich mag Bandages. Ach, hier bin ich jetzt. Na, wo bist du jetzt?
Keine Ahnung. Nee, ich erkenne ja, das. Nee, ich erkenne das immer, weil ich hier immer lang laufe zum. Ah, da ist doch ein Industriegebiet. Guck mal, ob da ein Auto ist. Oder irgendein Fahrzeug. Wir müssen sonst mal ein bisschen eben kurz rausgehen und dann gleich wiederkommen, denn da lag ja überhaupt nichts. Jetzt hier auch nicht, Alter, das ist doch ein Scheiß. Ja, ja genau, hängt sich irgendwo fest, du. Idiot. Boah, wollt ihr mich verarschen? Verpisst euch. Das wäre cool, wenn es hier irgendwie so Müllhaufen gäbe, aus dem man sich Teile holen kann, ja. Ich hasse das so dermaßen. Bist du bei diesem Strom? Nein, da war ich gerade, ist aber nichts. Bin da, wo wir uns gestern ausgelockt haben. Ach, also wieder zurück. Ja, was machen wir? Setzen wir uns jetzt rein und fahren runter zu ihm? Ja, also, klar. Ja, gut, dann lass uns mal nach Zelenogosta zu den Baracken. Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Ja, ich komme aus dem Busch. Ach, gut. Lukas, wir würden jetzt noch gleich runterkommen. Also, wenn du noch zwei Reifen findest, wäre das schön. Ja, ich suche gerade. Wenn du in Kamaro oder bist. Ja, ich bin gerade in so einem Industrie-Ding. Ja. Du bist doch gelaufen, wo das Wasser rechts ist. Ja, musst du ja. Ja. Aber Hipper, ich habe immer das Gefühl, dass wir nicht wirklich viele gute Mitspieler finden. Ja, also entweder sind es Noobs oder irgendwelche Leute, die uns nur wegen Ausrüstung anpumpen. Also ich habe eine Fensterscheibe. Auch, das ist auch schön. Das ist schön. Damit kriegen wir schon mal einen Heli ganz. Ach, John, wir haben auch manchmal schon. Oh, hinter uns sind welche, ne? Angekommen. Ja, schon. Wir haben schon mal ein paar Helis gefunden, wo alles gelb ist. Okay. Ja, haben wir doch schon mal gefunden. Wow. Da müssen 6 Glasscheiben rein, denn das ist alles grün. Nice. Ja. Lukas, nimm mit. Räum ganz Kabelglas aus. Ich wollte gerade der erste Schlag schon blutig. Ah, das ist so. Gute fucking, hier ist kein Auto mehr. Man sollte wirklich erst höchstens ab dem zweiten Schlag bluten. Wird das ganz schön rassig. Nee, ich habe jetzt nur eine Fensterscheibe und ganz viele Panzersperren. Oh, Panzersperren. Wofür brauchen wir Panzersperren? Ja. Kannst aufzeichnen. Ja, wow, ey, klatscht nur irgendwo auf die Straße. Panzersperren sind nach dem Neustart wieder weg, ne? Und die ganzen Zäune und sowas. Das ist das Problem immer. Ja. Man könnte sie benutzen, um irgendwas zu bauen. Was machen wir jetzt hier? Ist kein Fahrzeug. Ja, schau mal, diese Baracken sind noch zu, ne? Da war hier noch niemand. Ja gut, geh rein in der ersten oder irgendwo rein. Also ja. Oh. Ja, hier so nicht mehr was gespawnt, Alter. Ja, go, du fauler Sack. Ich schieß, ne? Hä? Jo. Ja. Ja, dicke Maria, Jesus Christus. Weißt du, was ich gefunden hab? Na? Bagging gesehen? Entweder das, oder ich hab ein MG gefunden. Das sieht mir aus wie so ein M60. 240? Nee. Ja, kann sein, ich hab's mir noch nicht angeschaut. Ich lass die schwulen Zombies hier gerade erst wieder. Ach du Scheiße, ich hab schon. Und hier liegt auch ohne Munition. Ich hab mir schon gedacht, ist das der Sniper? Bei mir in Anja ist ja der Flugplatz der kleine. Soll ich da hingehen? Ja, klar. Das ist eine M240, ja. Ja, dachte ich mir schon. Ich gehe im Tower. Jo, soll ich die mitnehmen? Nee, ne? Weiß nicht. Wenn du Muni dafür hast, nimm. Ja, haben wir. Also, klar. Da liegt zweimal M240. Ja, 240 findest du immer. Wenn du Platz hast, nimm sie mit. Ja, das ist ja. Das ist ja ein leichtes MG, ne? Ja. Ich habe aber keinen Platz für das, nämlich lauter trinken und noch meine M107 rum. Hast du noch Platz? Mein Problem ist es auch.
Ich hab vergessen, die PKP daraus zu rupsen, die ich hab die jetzt alle mitgenommen. Oh mein Gott, was ist das? Eine MPA5, also MP5. Alter, wie viel Munition für das denn hier rumliegt? Hier liegt eine PDW. Ja. Und ich glaube, ja, 200 Schuss, damit kannst du schon ganz schön gut was wegrotzen. Ja, es sind 200 Schuss, was ich finde. Stell dir mal vor dir kommt ein Auto, du rotzt dir 200 Schuss vorne in die Fresse rein. Oh, jetzt schon schlimm. Das sieht aber alt ich find... John, ich geh Alter, noch mal... hör nicht. Geh noch mal ganz kurz runter, ne? Runter. Zu den Sachen da, wo du vorhin eben gerade geguckt hast. Okay. Also wenn du da irgendwas hörst, da oben bei dir, ich bin jetzt nicht mehr da. Hast du eigentlich auch hinter dem Supermarkt irgendwo ein Auto gesehen? Nee, war ich auch gerade noch nicht. Hast du in den Zelt nachgeschaut? Ich hab nur den ersten Baracke und den Tower. Im Tower liegt noch eine MP5. Wo seid ihr denn gerade? Selenogos. Ist ein bisschen weit zum Laufen. Aber halbe Stunde, Viertelstunde zu Fuß. Ach, ich bin gerade bei Ihnen. Hast du denn da nichts gefunden in Komarovo? Nee, ich hab da nur eine Axt und eine Fensterscheibe. Okay. Ich schau mal kurz in den Supermarkt nach, ob da eine Karo rumfliegt. Das würde mich echt nicht wundern, wenn die M107 Leute oder so hier erstmal schön aufgeräumt haben. Sachen Fahrzeuge. Und hinter dem Supermarkt ist das Staubtrocken. Nichts. Und im Supermarkt ist ja gar nichts. Ich bin jetzt bei dem Flughafen. Okay. Ja, da stehen auf jeden Fall Fahrzeuge, auch ein Motorrad, was eigentlich noch funktionieren müsste. Ja. Kannst dir ja das Mob krallen. Ja, ich hab hier eine Engine. Ja. Alter, das schüttet. Brauchen wir eine Engine? Nee, ne? Engine? Ich hab doch einen. Geht das auf dem Flugplatz? Ja, auf dem Flugplatz. Direkt neben so einem komischen riesigen Satellitenfurz. So eine Antenne, die nach oben zieht. Ja. Das war so neben sich so eine drehende Satellitenschüssel. Ja. Da laufe ich gerade drauf zu. Ich hoffe, da ist jetzt kein anderer Spucke. Ey, ich hasse das, wenn meine Tastatur sagt, nee, jetzt nehme ich dein Gedrücke nicht mehr an. Und dann bleibt mein Dienst, mein Ding. Okay. Boah, ich behalte nur zwei M107 Magazine und mein Direktinventar, das ist mir sonst viel zu viel Gedöns. Ja, Rad. Bei mir fliegt gerade ein Heli. Och, das ist normal. Ich hoffe, jetzt schießt keiner auf mich, weil irgendwo schießt jemand hier. Ei, Mann, ich will das MG hier nicht liegen lassen, aber ich habe auch noch das... Ich habe die M107 in meinem Rucksack, ein Magazin für die, den Engine-Part und dann auch noch so viel Essen. Oh, Kram. Weil, wie viel braucht noch mal eine Waffe? 8 Plätze, oder? 10. 10? Jo. 5 ja. Eine Secondary und 8 eine Primär. 8 eine Primär, ich hab gerade 10 gesagt. Ja, sorry, 10. Ja, hast du recht. Weil wenn ich den Engine, den Engine Parbay nicht rückwerfen kann. Ich werde jetzt mal ganz kurz zum Humvee hingehen, schon mal den einen Reifen montieren, meinen Loot reintun und komme dann gleich wieder hin zu dir. Okay. Ah, da will eine Schlampe auf mich schießen. Ja, das muss aber dann in mindestens 20 Minuten passieren. Ja, ich bin dabei. Alter, hier steht was rum, hier steht ja alles rum. Ah ja, dann. Tscherno Ghost, Alter, da stehen Busse, du.
Da stehen circa 8 Busse. Ja, ich weiß jetzt nicht, wo ich hinfahren soll. Jemand versucht auf mich zu schießen. Na, dann schießt du ja, würde ich mal sagen. Ja, ja. Weg, ne? Ja. Irgendwie so leicht. Und würde nicht erstmal philosophisch drüber nachdenken und dann noch fragen, was du tun würdest. Kannst ihn ja. Wäre dich nicht dagegen. Wollen die dich gerade umbringen? Ja? Hier, lest mal. Lass es einfach geschehen. Wäre dich nicht dagegen. Ach nee, doch nicht. Das ist mir den. Ich hab mir den Golf geschnappt. Der ist noch relativ feine und fast voll ein Tank. Ich frage mich, ob sie die Einstellung immer. Hey Digga, komm raus da! Oh, ich höre ihn. Der kommt man genau auf dich zu, wenn er da nicht sogar landet. Jo, der landet da, der landet da.